Das ist Azra. Sie ist 15 und macht eine Lehre als Reisebüroassistentin. Sie liebt es zu fotografieren, zu posten und Stories zu machen. WhatsApp, Signal, Snapchat, TikTok. Sie hat alles. Aber ihr absoluter Liebling ist Instagram. Sie freut sich schon riesig auf ihre nächste Insta-Urlaub-Story. Doch da wird ihr Snapchat-Account gehackt. Irgendein Trottel hat Azras Passwort geklaut. Sie braucht sofort ein neues. Aber wie kann sie es wirklich sicher machen? Und was kann sie noch tun, um all ihre Profile zu schützen? Sie recherchiert wie eine Wilde und kommt auf die Lösung. Zuerst baut sie sich ein super sicheres Passwort, das sie sich locker merkt. IEI3MAE-S. Das sind die Anfangsbuchstaben des Satzes. Ich esse immer drei Marillenknödel auf einmal. Schmatz! Es besteht aus mindestens 8 Zeichen. Mit Groß- und Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen. Dann legt sich Azra noch eine anonyme Mailadresse zu. Die wird sie dann nur für Social Media verwenden. Und wenn sie ab jetzt eines ihrer Profile verlässt, loggt sie sich definitiv immer aus. Außerdem wird sie jeden Monat die Einstellungen zur Sicherheit und Privatsphäre aktualisieren. Bei allen ihren Profilen. So, jetzt aber. Hallo Urlaub! Das wird bestimmt eine super Insta-Story. Diese und andere Tipps für deine Social-Media-Sicherheit findest du in diesem AKYoung-Folder der Arbeiterkammer. Hier geht's zum Download.